Hi, mein Name ist Dominik von worklifebalancecoach.com und heute möchte ich dich mitnehmen zum vierten Soundwalk, der uns diesmal raus aus der Heimat, zumindest heraus aus meiner Heimat führt. Und zwar führt er uns nach Wallgau ins tiefste südliche Bayern. Wallgau ist ein kleines Dorf mit 1500 Einwohnern in der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen, ja, und gilt so ein bisschen auch als Touristenziel bei vielen Leuten. Gerade im Winter, aber dieser Soundwalk, der hat im Sommer stattgefunden und zwar im Sommer 2022 im August. Wie immer findest du vertiefende Informationen auf meinem Blog auf www.work-life-balance-coach.com oder auch auf meinem YouTube-Kanal. Für unsere akustische Reise möchte ich dir ein paar Dinge mit auf den Weg geben, auf die du achten kannst. Es sind Leitfragen, die dir helfen, noch bewusster zu lauschen. Welche Geräusche sind laut und welche sind leise? Welche Klänge sind permanent und welche sind nur punktuell zu vernehmen? Woher kommen die Klänge? Was verraten dir die Klänge, die du hörst, über den Ort, die Uhrzeit und vielleicht auch die Jahreszeit? Was machen die Klänge mit dir? Was findest du schön? Was findest du weniger schön? Am besten hörst du dir einen Soundwalk mit Kopfhörern und geschlossenen Augen an. Wir befinden uns nun auf dem sogenannten Magdalena Neuner Panoramaweg. Das ist ein Weg, der oberhalb von Wallgau langführt, durch den Wald, mal näher, mal ein bisschen mehr entfernt vom Ort ist. An dieser Stelle hörst du zum ersten Mal die Glocken läuten und zwar genau dreimal, denn wir hatten zu diesem Zeitpunkt 8.45 Uhr. Was auffällt, dass die Glocken sehr viel schneller läuten. Das bedeutet, dass die Abstände zwischen den einzelnen Glockenschlägen kürzer sind als dort, wo ich zumindest herkomme.
Ja, Wallgau ist tatsächlich auch nicht ganz frei von Verkehrsgeräuschen. Allerdings kann man das so ein bisschen vergleichen mit den Verkehrsgeräuschen, wie ich es jetzt aus der Heimat im Rhein-Main-Gebiet gewohnt bin. Da klingt das schon ein bisschen anders. Also hier in Eberstadt oder in Darmstadt ist es so, dass man schon sehr deutlich auch den Fluglärm hört und den hat man in Wallgau eben nicht. Also von daher, wenn du nochmal genau jetzt hinhörst, wirst du feststellen, dass im Vergleich zu den anderen Soundwalks, gerade zu dem am Ludwigsteich in Roßdorf, der Verkehr anders klingt.
Vielleicht hast du auch den dritten Soundwalk dieser Reihe schon gehört und kannst dich noch dran erinnern. Auch dieser hat im August 2022 stattgefunden. Allerdings hatten wir da dieses Phänomen, dass es sehr, sehr trocken gewesen ist in der Gegend, zumindest da, wo ich wohne, also in Darmstadt. Da hat es kaum geregnet, es war sehr, sehr heiß gewesen und man hat es der Natur wirklich regelrecht angehört. Hier in Bayern, bei diesem Soundwalk, beim vierten Soundwalk, ist es so, diese Gegend war ein bisschen mehr gesegnet sozusagen vom Wetter. Es hat dort mehr geregnet und die Natur hat nicht so stark gelitten. Das hört man zum Beispiel jetzt auch hier an diesem Gras. Wirklich dieses richtig schöne, saftige Grün, das man wirklich richtig hören kann. Später tauchen noch ein paar weitere Indizien dafür auf, dass die Natur einfach nicht so stark unter der Hitze und unter der Trockenheit gelitten hat. Hier an dieser Stelle hört man die Vögel sehr viel lauter, als dies noch beim dritten Soundwalk an der Modau der Fall gewesen ist. Hast du die Glocken auch mitgezählt? Richtig, es waren 9 Mal gewesen, dass die Glocken geläutet haben.
kannst nun im Hintergrund auch ein paar Bauarbeiten hören, die darauf hindeuten, dass der Weg nun wieder ein bisschen näher am Ort gewesen ist. An dieser Stelle hatten wir auch ein paar Hühner, die schon im dritten Soundwalk aufgetaucht sind. Hörst du das? Dieser Sound darf eigentlich nicht fehlen, oder, wenn man in Bayern ist? Das ist eigentlich schon fast ein klassisches Soundklischee, das man wirklich so richtig erwarten würde. Die Kuhglocken. Sobald du irgendwie einen Film im Fernsehen schaust oder sowas, der in Bayern spielt, in den Bergen, da hast du diesen Sound im Hintergrund. Und ja, jetzt haben wir ihn auch gehabt hier bei diesem Soundwalk.
An dieser Stelle endet der vierte Soundwalk, der uns über den Magdalena Neuner Panoramaweg geführt hat. Ich finde, dass man von der Soundkulisse her sehr gut spüren konnte, dass einerseits so dieses Tourismus-Feeling aufgekommen ist, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen Alltagsstimmung. Das heißt, diese beiden Welten, die hat man wirklich miteinander vereint gespürt.